Herr Professor Ladoschek, Sie gelten als Stressforscher Nummer 1 in Österreich. Was ist denn Stress überhaupt? Stress ist im Grunde genommen Anforderung an den Organismus. Das heißt nicht immer etwas Negatives, sondern bis zu einem gewissen Ausmaß ist Stress etwas sehr, sehr Positives, fördert die Leistungsfähigkeit, fördert die Begeisterung, fördert auch die Gesundheit. Aber wenn es über ein bestimmtes Ausmaß hinausgeht und vor allem dann, wenn zwischen den Stressperioden keine Regeneration mehr möglich ist, dann kann Stress zu einem negativen Faktor werden, der uns auf allen Ebenen, geistig, körperlich, emotional oder auch sozial in unseren Beziehungen krank machen kann. Können wir uns überhaupt so in der Jetztzeit dem entziehen, Wirtschaft, Privatgesellschaft? Es geht, glaube ich, gar nicht so sehr darum, dass wir uns dem Stress entziehen, sondern wir wissen, dass der größte Stress eigentlich der ist, wenn wir das Gefühl haben, dass wir etwas nicht gestalten können, dass wir hilflos und dass wir ohnmächtig sind. Das heißt, es geht in allererster Linie darum, die eigene Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Und was könnten wir gestalten? Wir können davon ausgehen, dass ein Mensch, ähnlich wie eine Blume, sich gerne entfalten möchte. Jedes Leben möchte sich gerne entfalten. Und wenn es gehindert wird daran, dann wird es krank. Und ich arbeite täglich mit Menschen, bei denen diese Entfaltung nicht mehr möglich ist, sei es aufgrund zu starker Stressfaktoren, Ermüdung, Erschöpfung oder anderer Gefängnisse in ihrem Leben. Und das macht die Menschen krank. Und wir können daran arbeiten, unsere Potenziale zu entfalten. Und meine Erfahrung ist, dass das, was ich im Menschen entfalten will, praktisch immer etwas Gutes ist. Wenn Menschen sich verwirklichen durch zerstörerische Handlungen, dann sind das eigentlich Menschen, die meistens schon frühzeitig in ihrem Leben selbst gestört und manchmal auch fast zerstört wurden. Ein gesundes Lebewesen, ein gesunder Mensch, ein gesundes Kind möchte die Welt positiv gestalten. Haben Menschen Antwort auf die Frage, wo ist dein Potenzial? Diese Frage stelle ich niemals so direkt, weil erstens sind viele Menschen zu bescheiden und haben vielleicht Hemmungen darauf zu antworten, sondern ich schaue, dass ich möglichst unmerklich mit den Menschen im Gespräch ihre Potenziale und auch ihre Sehnsüchte wieder sichtbar mache. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand ganz verzweifelt sagt, ich kann nicht mehr in diesem Hamsterrad arbeiten, und ich frage dann nur einfach, sondern? Und plötzlich macht der Mensch ganz spontan diesen Satz fertig und da ist plötzlich der erste kleine Schatz. Und den kann man dann weiterverfolgen. Er macht eine eigene Perspektive selbst auf. Laut WHO, Herr Professor Ladoschek, sind ja in 10 der psychischen Erkrankungen die Krankheitsursache Nummer 1. Wie sehen Sie das? Es ist ja eigentlich verrückt, dass trotz all dem Fortschritt die psychischen Erkrankungen weltweit so massiv zunehmen. Dass eben im Jahr 2030 Depression die weltgrößte Krankheitsursache sein wird. Das zeigt uns ja, dass diese Welt nicht nur immer wärmer wird und dass die Umwelt immer mehr leidet, sondern dass auch die Menschen immer mehr leiden. Dieser Faktor macht mir fast mehr Sorgen als der Klimawandel, denn wie soll eine depressive Menschheit diese Herausforderungen überhaupt lösen? Daher gehen wir zum Beispiel in unserem Projekt Planet Yes grundlegend davon aus, dass wir das innere Ja von Menschen fördern und mit ihnen gemeinsam einen Rahmen des Lebens gestalten, zu dem sie auch Ja sagen können. An dem Ort, wo sie leben, und wenn wir diese Orte vernetzen, dann haben wir eben ein Netzwerk nachhaltiger und lebensbejahender Orte. Haben wir vielleicht überhaupt falsche Vorstellungen vom Leben, jeder Einzelne? In die Richtung, dass es immer gut sein muss, alles ohne Probleme ist, alles fein ist. Also Leben ist niemals stabil gut. Leben ist immer etwas, das wir aktiv gestalten müssen und sollen. Und das ist ja auch etwas, was uns auch gesund erhält. Ich sehe nur, dass sich bei vielen Menschen
Vorstellungen vom Leben einschleichen, wo sie dann, wenn sie irgendwann einmal auf ihr Leben zurückschauen, sehr bedauern, was sie da die ganzen Jahre und Jahrzehnte getrieben haben, weil sie nämlich eigentlich sich für ihre wahren Träume und Wünsche zu wenig Zeit und auch für die ihnen nahestehenden Menschen zu wenig Zeit genommen haben. Was wäre denn, wenn Ärzte mehr Raum für Gespräche hätten in der Praxis und das natürlich auch finanziell abgegolten wird? Würde sich da was ändern? Ja, das wäre eine Revolution des Medizinsystems, denn Leben findet ja immer in einer bestimmten Zeit statt. Wenn daher vom Gesundheitssystem Zeit nicht bezahlt wird, wird quasi Leben nicht bezahlt. Stattdessen wird Technik bezahlt. Und das ist bei Menschen ähnlich wie bei der Erde. Wir können Gesundheit nicht durch Technik herstellen, wir können die Erde nicht mit Technik beherrschen, sondern wir müssen Entwicklung fördern. Natürlich brauchen wir auch die modernen technischen und medikamentösen Möglichkeiten der Medizin. Aber das, was unsere Patientinnen und Patienten am meisten brauchen, ist unsere Zeit und unsere Zuwendung. Weil wir sitzen unseren Patienten immer in zwei Rollen gegenüber, als Arzt und als Mensch. Und ob wir wollen oder nicht, in erster Linie immer als Mensch. Wort Technik, Entwicklung, wie sehen Sie Internet und Co. so als Einfluss, auch speziell für die Kinder? Mit dem Internet oder mit dem Smartphone, mit ähnlichen Dingen, ist es wie mit einem scharfen Messer. Ich kann mit einem scharfen Messer etwas Wunderschönes herstellen, ich kann aber auch jemanden damit umbringen. Die Frage ist, wie wir es einsetzen. Die moderne Kommunikationsmöglichkeiten und das Internet bieten uns wunderbare Möglichkeiten, die wir früher nicht gehabt haben. Aber sie werden auf eine Weise eingesetzt, die extrem schädlich ist, die Menschen in eine ständige Ablenkung bringt, die massiv vor allem Konsumverhalten und sogenannten Hyperkonsum fördern soll. Und so wird das Internet und so werden auch wir systematisch missbraucht. Wir könnten aber all die Möglichkeiten der Digitalisierung für lebensbejahende und nachhaltige Zwecke auch in einer gelingenden regionalen Entwicklung wunderbar nutzen. Wir haben da Zugang, einen Ansatz, eine Idee, einen Tag im Jahr so eine Art Medienurlaubstag zu machen, mal einen Tag anders zu erleben, rein analog. Was halten Sie da davon? Ja, mir wäre der eine Tag fast zu wenig. Auch deswegen, weil ich weiß, dass die Menschen, die das ganze Jahr über ständig abgelenkt sind, eigentlich eine Zeit lang brauchen, bis ihr Geist überhaupt wieder zur Ruhe kommen kann. Und bis ich dort bin, ist das Nichtstun oder ist das Abschalten für viele mittlerweile unangenehm geworden. Aber grundsätzlich würde ich das auf jeden Fall unterstützen. Wie können wir als Gesellschaft überleben oder eine gute Zukunft gestalten? Was wären so die wesentlichsten Dinge, wo jeder Einzelne ansetzen kann? Kooperation ist das, was uns retten wird. Wenn wir nicht miteinander kooperieren, dann ist Hopfen und Malz verloren. Wir müssen uns auch bewusst sein, bei aller Digitalisierung, der Mensch ist ein physisches Wesen. Ich kann nur an einem Ort zur gleichen Zeit leben. Ich muss was essen, ich muss was atmen, ich muss was trinken. Auch meine unmittelbaren sozialen Bedürfnisse kann ich nicht durch 1000 Facebook-Freunde ersetzen. Und dieser Faktor wird bei allem Hype um Digitalisierung und Smart Cities und Smart Regions ganz gerne vergessen. Im Grunde ist das Leben einfacher, als man uns weismachen will. Wir stellen ja die Frage, wie geht's dir? Danke, gut, und dir? Also diese Automatismen, wieso dann uns so schwer, unseren Gefühlzustand oder das Wirkliche zu beschreiben? Oder wieso sind wir da so zurückhaltend? Unser Leben hat sich auf eine Weise entwickelt, dass es für viele Menschen vor allem darum geht, eine Fassade aufrecht zu erhalten, wo man nach außen hin aktiv, glücklich, sexy wirken möchte, wo man Angst hat, das Gesicht zu verlieren, indem man auch einmal zugibt, dass man sich nicht immer so toll fühlt. Und hier kommt wieder der Faktor Zeit ins Spiel, weil wenn ich die Frage, wie geht's dir, ernst gemeint stelle, dann sollte ich auch bereit sein, mir die Zeit zu nehmen, auf die Antwort zu hören.
Und dann noch die Frage, vielleicht kann ich mit der Antwort überhaupt umgehen, will ich das überhaupt hören. Sehr, sehr vielschichtig. Eine Frage noch zum Thema Stress, Doping, Freizeit. Ist Doping nur ein Problem des Spitzensports oder auch in Wirtschaft und Gesellschaft? Nach meinen Informationen findet der Hauptabsatzmarkt von Dopingmitteln im Hobbysport und nicht im Profisport statt. Warum? Weil unglaublich viele Menschen sich eigentlich weit über ihre Grenzen hinaus belasten wollen, weil sie in einem gedanklichen Gebäude drinnen sind, das so funktioniert. Das ist natürlich ganz ungesund. Und wir haben selbst Studien gemacht bei Ärztinnen, Ärzten und Medizinstudierenden, wo wir anonym übers Internet abgefragt haben, wer und wie oft Substanzen verwendet, in der Hoffnung, die eigene Gehirnleistung steigern zu können. Das waren jetzt nicht immer verbotene Substanzen, aber die Rate von Menschen in diesen Bereichen, die versuchen, mit Hilfe von bestimmten Substanzen die eigene Gehirnleistung zu steigern, war erschreckend hoch und zeigt ja nur diesen massiven Leistungsdruck. Ich behaupte, für meinen Patienten bin ich vor allem dann effektiv, wenn ich als Mensch wirklich anwesend bin und ob mein Gehirn dann einen Intelligenzquotient von 112 oder von 118 oder von 132 hat, wird den Patienten weniger interessieren als die Frage, ob ich ihm zuhöre. Und ich denke, diese Welt wird eigentlich vor allem kaputt gemacht von Menschen, die gemessen am Intelligenzquotient vermutlich ziemlich intelligent sind. Also ich würde die geistige Leistungsfähigkeit nicht als das höchste Gut einschätzen, sondern vielmehr dort, wo das Herz sitzt. Ja. Dieses fühlende, kommunizierende, weibliche vielleicht, da kann man das so sagen. Es liegt mir auch nahe, das zu sagen. Ich sage es ein bisschen vorsichtig, weil es dann gleich wieder in irgendwelche Dinge hineininterpretiert wird. Ich glaube, es ist gut, dass es zwei Geschlechter gibt. Ich glaube, dass wir Männer uns sehr wohl oft wirklich an der eigenen Nase nehmen müssten und auch den Frauen viel mehr zuhören und folgen müssten, weil es schon eines gibt, was ich glaube, ist, dass Frauen statistisch betrachtet, ich möchte das nicht auf einen Einzelfall münzen, aber dass Frauen doch häufig ein höheres Verantwortungsbewusstsein haben. Und ich habe zum Beispiel einmal mit einem russischen Regionalentwickler gesprochen, der in Russland Wunderdinge vollbracht hat, und der hat gesagt, wenn du in einer Gemeinde wirklich etwas umsetzen willst, dann brauchst du 5 50-jährige Mütter, die das wirklich wollen. Und das ist dann eine Macht, die niemand aufhalten kann. Dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich wahr, weil wir Männer, wir reden oft von Veränderung und die Frauen machen es dann. Ja. Wie Sie sagen, beides braucht es, genau. Ja. Sie sprechen ja vom inneren Ja des Menschen, das so wichtig ist. Aber wird es vielleicht öfter ein Nein brauchen in der Gesellschaft, wo man immer entsprechen will und muss? Also, wenn ich mit Patienten an ihren Zielen arbeite, dann versuche ich immer ein Ziel zu definieren, das keine Verneinung enthält. Weil unser Gehirn hört dieses Nein nicht. Also zum Beispiel, ich will nicht mehr rauchen oder ich will nicht mehr das und das tun, das ist kein gutes Ziel. Aber Nein zu sagen, ist das einzige Ziel, das ich akzeptieren würde, wo auch ein Nein drinnen ist. Weil ein Nein zu sagen, bedeutet immer auch zu etwas anderem Ja zu sagen. Sei es zu mir selbst, zu guten Beziehungen, zur Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und deswegen müssen viele Menschen viel, viel besser lernen, Nein zu sagen, im richtigen Moment. Professor Raschek, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, ich danke.